Also wenn damit gemeint ist, dass die Wirtschaft für den Menschen da ist und nicht umgekehrt, dann bin ich ein entschlossener Fan der Ökonomie der Menschlichkeit. Wir haben Wirtschaft erfunden, um vor allem die materiellen Bedürfnisse des Menschseins zu befriedigen. Natürlich war die Frage, in welchem System lassen wir das laufen? Planwirtschaft, Marktwirtschaft oder andere Formen. Wir haben die Marktwirtschaft und ich bin tief davon überzeugt, dass die Marktwirtschaft nur dann ein gutes System sein kann, wenn es auch gegengeankert wird. Es braucht das Gemeinwesen, den Staat, das hier einen Rahmen setzt. Ansonsten wird es zur Brutalität und pervertiert sich. Der Markt allein, der verliert seine Menschlichkeit. Es braucht die sozial-ökologische Marktwirtschaft. Das sind Dimensionen der Menschlichkeit und der Lebendigkeit. Es geht immer darum, auch der Lebendigkeit verpflichtet zu sein. Und das führt automatisch dann auch zur Nachhaltigkeit. Also ja, bin ein Fan der Ökonomie der Menschlichkeit.